Hallo und herzlich willkommen zurück bei Kudelka, Magnum und Paddy. Verarscht. Bei unserer letzten Folge haben wir gesagt, wir machen jetzt weiter, enthüllen die Geheimnisse des Klosters, nachdem wir da jetzt schon ziemlich weit fortgeschritten sind. Ich habe mir ganz kurz nochmal was überlegt. Ja. Und zwar, dass wir jetzt doch bei jedem Savepoint speichern sollten. Okay. Einfach daher, weil so viel ist es jetzt nicht mehr. Und Ja. jetzt kann dann demnächst auch schon wieder der Diskwechsel bevorstehen. Jo, das stimmt, ja. Und dass wir da nicht wieder mit heruntergelassenen Hosen dastehen. Wie dem auch sei, wir werden diese Folge gar nichts erforschen. Wir starten jetzt ein kleines Let's Read. Wir haben in der letzten Episode Forschungsnotizen gefunden Genau. und werden diese jetzt lesen und eben übersetzend zusammenfassen. Genau. Bitte schön. So, die Research Notes, die Forschungsnotizen. 1895 das ist noch gar nicht so alt, ne? Nee, das ist noch relativ jung. 1895, das ist jetzt, ich glaube, 3 Jahre oder so. Ich glaube, wir sind 1898 oder so. Genau. Aber wie gesagt, Patrick und, also wenn das wirklich von Patrick ist, Patrick und James, die kennen sich ja auch. Ja. Also ist der auch noch nicht, im Gegensatz zu den anderen Geistern, vor Hunderten Das von stimmt Jahren oder natürlich so auch, da. stimmt. Ja. Okay. With the monastery renovation completed, I have finally moved in with Ogden and Bessie. Also er hat jetzt hier eben das Kloster renoviert, ne, sagt er, alles jetzt fertig und jetzt zieht er eben zusammen mit Ogden und Bessie hier ein. It's been a long road since I first procured the emigraphile. Even after referencing literature of all ages, the rendering of the text still remains a difficult task. Though it has been for 4 years since I first laid eyes on it, never once has its enigma left the recesses of my mind. Also dieses Emigraphile, das ist hier diese ja, uralten Notizen, die hier eben von dem Franziskanermönch ja auch übersetzt wurden. Und er sagt halt, ne, das beschäftigt ihn, es ist mega schwer, das irgendwie ja, umzusetzen, davon quasi Wissen zu ziehen. Und seit über 4 Jahren, ne, ist er da quasi schon dran. Contained in it are countless descriptions of the source of the energy that is the secret to life's existence. The Druids' cryptic experiment taken from the ancient Celts and recorded by Alexander the Great hundreds of years before Christ. Hier sagt er eben quasi nochmal was zu dem Inhalt selber. Und zwar geht es eben um die Quelle des Lebens. Hier haben Druiden irgendwelche Experimente durchgeführt an den Kelten oder von den Kelten. Ich weiß nicht, wie die da genau zusammenhängen. Und eben auch nochmal der Name Alexander der Große fällt hier, der das eben quasi ja recorded hat, der da eben Aufgezeichnet hat. genau beschrieben hat, was die da alles so machen und Das das alles eben schon hunderte Jahre vor Christi Geburt. genau, also schon ewig. Branded a forbidden enterprise, it was kept hidden by the Vatican's cardinals in the depths of the Pope's quarters for a very long time, and now I have it in my hands. I have reached Wales, the land referred to in the text. Also Wales ist eben wirklich sein Ziel gewesen. Das ist hier, warum auch immer in diesen Schriften ein besonderer Ort. Könnte sein hier wegen Allerheiligen und so oder wegen Ja St. gut, Daniel oder... die alten Kelten, die alten Druiden, ist ja viel Irland, bzw. England. Okay. Und ja. Okay, dann liegt es wohl daran, ja. Er sagt eben auch, dass es halt lange im Vatikan eben ja versteckt war. Wir hatten es ja auch vorher schon mit dem Roger Bacon, Bacon, genau. der ja eben das für den Papst übersetzt hat, also klar, dass es dann letztendlich da war. I will fulfill my wife Elaine's resurrection at this monastery, built by St. Daniel Scotus. Of course, I am aware that my act could prove insolent in the eyes of the Lord, and however people may censure my actions, the love I have for my wife will never cease. I ask of you, Lord, to turn your eyes away for a short while. Ja, er sagt eben hier, er geht wirklich dahin, um Elaine wiederzubeleben. Wir wissen ja, sie ist letztendlich tot. Hier sehen wir es auch nochmal direkt, St. Daniel Scotus, also der hat wirklich dieses Kloster gebaut. Und letztendlich, er weiß, dass es eine Sünde ist, was er macht. Damals waren sie sowieso alle sehr gottesfürchtig, Ja. deswegen bittet er quasi eben den Herrn um Vergebung, dass er eben quasi in die andere Richtung guckt, so nach dem Motto. Ja. 16. November 1895. Rain. The more I learn about this monastery, the more eerie the structure appears to me. Also je mehr er eben über das Kloster lernt, desto gruseliger wird quasi alles. Ogden mentioned that the hospice had been full of corpses at one time a few hundred years ago, and I have become aware of an oppressing sense of mortal sin as I walk through the underground passageways. I can feel haunting spirits everywhere. Hier geht er eben noch ein bisschen mehr auf diese Schrecken ein, also Ogden hat ihm das halt wirklich erzählt.
wie hart es hier quasi abging, dass eben noch die ganzen Leichen sind und alles. Und das macht ihm halt schon irgendwo auch echt zu schaffen. Das ist so ein bisschen gruselig. But according to the Emigre file, the power of such resentful spirits are considered the driving force behind reviving the Druid's cryptic experiment. I plan to fill this place with all-consuming ire of these spirits. Er braucht die Seelen, er braucht diesen ja, Hass oder Wut oder was auch immer eben davon zurückbleibt, weil die eben für dieses Experiment nötig sind. Even though I may burn in hell for these sins, if Elaine can be brought back to life, I shall have no regrets. Also er weiß, ne, das bringt ihn wahrscheinlich in die Hölle, wie gesagt, Gottesfurcht etc. Aber für Elaine, Hauptsache, dass sie wieder lebt, ist er bereit, das zu machen. 5. Dezember 1895. Schon 3 Wochen später. Genau. I found out that the cauldron hidden in the basement held the key to the secret. Even though the book had mentioned it, the well-positioned trick door kept us from locating its whereabouts. Hier sagt er eben, er hat hier diesen Cauldron, diesen Kessel, dieses große Gefäß. Das ist quasi der Schlüssel. Das Buch hat es auch gesagt, aber es war halt nicht ganz so einfach zu erreichen durch die Trick Door. Ich meine, davon können wir irgendwie ganze Bücher schreiben. Also die Türen hier drin, ne? The cauldron looks as if it is made of gold. But upon closer examination, the surface is so old that one cannot determine how long it has been in existence. I would guess that it is a prehistoric artifact made a few thousand or maybe even tens of thousands of years ago and left to sit. We must quickly set up an altar and begin preparations for our ceremony. Dieser Kessel ist uralt, sagt er, also wirklich, wirklich uralt. Er schaut zwar aus, aber als aus Gold. Gold ist, ja. Ne? Aber ja, ist halt nicht so. Gut, jetzt wollen sie eben da langsam mal schnell an die Arbeit gehen. 16. Dezember. I ordered Ogden to acquire some livestock. 320 chickens and 43 pigs were purchased through a supplier in town. I arranged for ground transportation, but the fog did not help expedite the undertaking. Jetzt hat er eben zum Ogden gesagt, hier, wir brauchen ein bisschen, ja, wie übersetzt man Livestock? Tiere, also, ja. Warte, mir fällt das Wort leider gerade jetzt dafür nicht ein. 320 Hühner, 43 Schweine, ich gehe mal davon aus, dass die alle jetzt zum Opfern sind. Er sagt auch, viel Nebel, das macht halt den Transport ein bisschen schwer. I expect to be busy as soon as the delivery arrives. Animal offerings are an integral part of a druid experiment. The cauldron must be filled with the freshest blood and flesh. This is where it begins. Hier sagt das eben, er bestätigt es, es geht hier wirklich um die Opferungen, also die Tiere müssen dafür sterben für dieses Experiment, denn nur das frischeste Blut und Fleisch hält das eben irgendwie am Laufen. Oho. 24. Februar, jetzt haben wir einen Sprung von 2 Monaten gemacht. 3 Monate sogar. Drei Monate? 3 Monate, ja. Von? 2 Monate. 15. Okay, ja, 2,5. So, ja, ich versuche nur auch so ein bisschen Track zu halten, ne? The third experiment, still no response. Even though I follow directions and offer the proper prayers, there are no signs of the spirits gaining any strength. I must return to the book and read some parts since I cannot proceed if there has been some misunderstanding of the text. Also drittes Experiment jetzt innerhalb dieser 2 Monate. Es funktioniert immer noch nicht. Er ist sich nicht ganz sicher, was er falsch macht. Er muss da wirklich nochmal das Buch zu Rate ziehen. Einfach gucken, was da eben Sache ist. Is there a problem with the way I conducted the experiment or are the offerings insufficient? Regardless, I need to think this over. Even though I may arrive at a terrifying realization, it is too late to fear anything now. I have come too far to be impeded by fear. I am sure Ogden will understand. Hier sagt er eben, er ist wirklich bereit, sehr, sehr weit dafür zu gehen. Er weiß sowieso, es gibt kein wirkliches Zurück mehr, denn er ist einfach schon zu tief in dieser ganzen Geschichte drin. 19. März, zum Wiederansprung von einem Monat gemacht, genau. Return from London. The specially ordered carriage seems to be working very well. I have trapped 3 women in the baskets in back. Er kommt eben aus London zurück. Er sagt hier, die Kutsche funktioniert 1A und hinten drin hat er jetzt wirklich 3 Frauen, die er eben gekidnappt hat. I lured some victims out of an alley in the East End, had them sniff some chemicals and pulled them into the carriage. But since I was not used to my new role as an abductor, it took more time than I had planned. I could not have done this without Ogden's help. I'm deeply grateful to him. Also er sagt, ne, er hat sie mit Chemikalien quasi eben betäubt, eingeschläfert, wie auch immer, hat sie dann eben in die Kutsche gepackt. Er ist nicht wirklich der Entführer schlechthin, so Jack the Ripper, deswegen
hat es ein bisschen mehr Zeit gedauert, aber Ogden hat ihm geholfen und zusammen, ne, klappt das dann. Da sagt auch, er ist ihm sehr dankbar, sind jetzt wirklich gute Buddies geworden. Wieder ein Monat 25. März. I'm still at a loss. I cannot make up my mind. Even if I can bring Elaine back to life, are my actions forgivable? I balk when I presented with his dilemma. Hier sagt er eben, er macht sich langsam immer mehr Sorgen darum, was passiert denn, wenn er wirklich Elaine zurückbringt? Ist das, was er quasi dann dafür getan hat, kann man ihm das verzeihen? Ist das nicht zu schlimm letzten Endes? Also man merkt so diese Gewissensbisse. Bessie has been taking care of the women I've kidnapped. It's better than them freezing in some corner of London. I hope this small gesture of kindness will be considered as a priori act of repentance. I wonder if my small kindness will have any significance when held up to the horrendous act I'm about to commit. Also er versucht sich das quasi ein bisschen selber gut zu reden. Er sagt hier, die drei Mädels werden da wahrscheinlich in London sowieso in irgendeiner Ecke draußen im Schnee erfroren. Hier bei mir haben sie es viel besser. Er sagt aber auch im gleichen Atemzug so nach dem Motto, ob das wirklich genug ist, das wieder gut zu machen, was er jetzt überhaupt quasi bald begeht, bald macht mit den Mädels. 31. März, ich glaube 2 Wochen etwa. Ja. I must make my mind up. I must. Er versucht sich da selber noch ein bisschen zu überreden, sich den letzten Schubs zu geben, das wirklich mit den Mädels durchzuziehen. 3. April, also 4 Tage jetzt. Dear Lord, I have without a doubt committed a crime no human should have committed. I conducted the druid experiment using the flesh and blood of the victims. I sensed the incredible energy of the spirits culminate into one when I poured the women's remains into the cauldron. As I had thought before, it is human flesh that needs to be offered up to fully release the effects of the procedures. What a frightening arcane process this is. Er hat's gemacht. Er hat sich jetzt endlich dazu durchgerungen, das durchzuziehen. Er sagt auch, es hat damit funktioniert letzten Endes. Es brauchte wirklich dieses menschliche Fleisch. Aber es ist immer noch verdammt angsteinflößend, was er da macht. The sounds of fury in the women's death screams have not left my ears, but I must go on. There is no turning back now. Er hört immer noch die Schreie der armen Frau oder der armen Frauin, aber es gibt kein Zurück mehr. Einmal angefangen, ziehen wir es jetzt durch. 12. April, also wieder fast 2 Wochen später. Once again I perform the procedures. I once again round up for 4 victims from London. Even though they are all old with barely a thing to live for, when I contemplate taking their lives, it leaves me sick to my stomach. Er war mal wieder in London, hat eine kleine Tour gedreht, ne? Hat 4 Mädels mitgenommen. Ich gehe mal aus von Mädels. Er sagt jetzt nicht direkt, dass es Frauen sind, aber okay. Es macht ihn immer noch krank, aber ich glaube, so langsam liest man raus, es geht. It may be due to my doubts that the spirits did not rise to such a powerful strength as before. I may have to use a younger, more vibrant source of energy. The book says to fill the cauldron with energy of haunted spirits. I wonder how many victims the cauldron must swallow to be satisfied. Jetzt geht er ein bisschen mehr in die Materie. Also er sagt, es ist nicht ganz so stark wie vorher gewesen, wo er nur diese 3 Mädels hatte. Er glaubt, dass es vielleicht so ein bisschen auch an seinen Zweifeln liegt, die er immer noch so hegt. Sagt aber auch im gleichen Atemzug, vielleicht braucht dieser Kessel, dieses Experiment einfach jüngere. Einfach die mehr Energie haben und hat ein bisschen Angst davor, wie viel er wirklich da jetzt noch opfern muss, dass das dann wirklich letztendlich fertig ist. So, wir haben 5. Juni, das sind jetzt 2,5 Monate. Wieder sowas um die 2 Monate. I do not have enough victims. The saintly presence of Daniel Scotus inhibits us from claiming authoritative power. I have concluded that it will be necessary for us to offer many more lives before we are finished here. Er sagt, er braucht einfach jede Menge mehr. Also es kommt irgendwie an gar kein Ende, sagt er. Es klingt wirklich, als ob er viel, viel, viel mehr braucht. I have since found 35 more victims for 7 separate experiments, but the spirits have not responded with much strength. For me to accomplish the resurrection, I am in dire need of a culminated strength of the spirits. Er hat 35 mehr Opfer jetzt umgebracht in insgesamt 7 Experimenten. Und er sagt, nee, er sieht ja kein Ende. Also er braucht immer mehr, immer mehr. I must come up with a way. I must come up with a more efficient way to procure my victims. Okay, also jetzt wird er langsam zum Profi, so nach dem Motto, bessere Methoden, schneller, besser. Wir haben den 15. Juli. Wieder einen Monat oder ein paar Tage. I finally received the first shipment of my victims. Ogden was right when he suggested that we should offer the lord of a slave trade an enormous amount of money for this matter. He has no compassion for human life.
Ja, es kam wieder eine neue Lieferung rein. Ogden hat mir jetzt hier so ein bisschen auf die Idee gebracht, vielleicht können wir mit den Sklavenhändlern mal was machen, ne? Und es scheint gut zu funktionieren. The victims are not given much information and arrive at the monastery expecting a routine night's work. It is not necessary for us to go hunting for prey in town. With a few sugar-coated lies, there are plenty of people that climb right into the carriage. There is no one that will dare speak of what is to become of them. Jetzt hat er es dann wohl irgendwo erreicht, die Spitze des Berges, sag ich mal. Er sagt hier, wir erzählen den Leuten einfach ein bisschen, was die denken quasi, sie müssen ein bisschen Haushalt arbeiten und Gärtner und sowas. Aber sie wissen halt nicht, was ihnen bevorsteht. Oh, 9. September, jetzt haben wir nochmal... Schon wieder 2 Monate. Ja, von Juli, ja. Poured the remains into the cauldron. The energy levels in the cauldron have clearly increased, which makes me happy, since it proves that I'm heading in the right direction. Also jetzt wird's besser. Wir kommen voran, also, ne, von 20.000 Leuten da. It seems that lately I've become more efficient at performing the tasks required for the procedures. However, Ogden and I cannot expect to become much more productive, as it is impossible for us to hire help, since we must keep this matter purely clandestine. Ja, hier sagt er, also er merkt auch, es wird immer besser, es wird effizienter, weil er halt, ne, mehr so den Dreh rauskriegt. Aber sie haben halt das Problem, dass er quasi jetzt keine Verbesserung mehr vor sich sieht, weil sie halt wirklich sehr aufpassen müssen. Ja, es ist nicht einfach so zu machen. I have decided to place an order for a laboratory table from an equipment manufacturer in Manchester. It will take about a month to make, but once we receive this, we will be able to manage many more experiments. Jetzt sagt er eben, er lässt da noch ein bisschen Equipment dran schaffen, ja, einen schönen Tisch und alles, um da einfach ja mehr, gleichzeitig mehr zu machen. 3. Oktober. Jetzt haben wir wieder einen Sprung von September auf Oktober gemacht. Butchered 3 bodies since morning. After lunch we made repairs to the bell tower of the main church. After dinner, with Bessie and Ogden, I butchered 3 more bodies. The lab table has proven its worth. Hier sagt er eben, also es ist der tägliche Ablauf. Wir machen mal eben morgens mal 3. Wir machen mal nach dem Mittagessen nochmal 3. Also, ja, kommen wir machen. The spirits have certainly increased in strength. At this rate, I may finish preparing for Elaine's resurrection before All Saints Day. Also jetzt hat er wirklich die Hoffnung, weil diese Geister eben immer stärker werden von diesem Experiment, dass er es schafft, bis zum Allerheiligen Tag diese Wiederbelebung durchzuführen. 14. Oktober, selber Monat noch. 6 bodies butchered in the morning, 5 in the afternoon, 1 after dinner. Hier wird er ein bisschen faul, er fängt gut an mit 6 Körper morgens, 5 dann nachmittags, 1 abends. Also vielleicht wird er armschwach oder so, ich weiß es nicht. 1. November, nochmal 2 Wochen später. Das ist jetzt Allerheiligen, ne? 1. November. Stimmt. All Saints, ja genau. How I have been awaiting this day. The day to conduct Elaine's resurrection ceremony has finally arrived. The cauldron is brimming with the remains of my victims. Also er hat diesen Tag wirklich erwartet. Er glaubt, dass er es jetzt endlich durchziehen kann. Und dieser Kessel ist einfach voll mit Leichen, mit den ganzen Teilen. This monastery is now consumed by the energies of a preternatural spirits. Even a saint could not hold his ground against the powerful energy of his hex spirits. I took Elaine's body, which had been preserved in chemicals for this very day, and placed it on the altar. I then began reciting the ceremonial chant. Also es ist jetzt quasi alles außer Kontrolle. Die Geister sind da stark wie sonst was. Da könnte kein Heiliger mehr was tun. Er hat Elaines Körper die ganze Zeit mit Chemikalien irgendwie quasi frisch gehalten, dass da eben nicht, wie nennt man das? Verfault, genau. Und fängt jetzt eben an zu lesen aus diesem Buch. Zeremonialen Gesängen. Ja, genau. Diese kultischen Gesänge. Genau. Elaine, you are still as beautiful as ever. I love you so much. Please forgive me for calling you back from the land of the dead. Also er sagt, sie ist immer noch so schön wie immer. Er liebt sie immer noch über alles. Und er hofft, sie kann ihm wirklich verzeihen, dass er sie quasi zurückholt. 7. November, 6 Tage später. What is going on? I have lost all hope. All my efforts and dreams have been only an illusion. Es hat wohl nicht funktioniert. Er versteht nicht. Alle Hoffnung verlässt ihn. The tree of life, it grew upwards, out of a corpse, as if wrapping Elaine's body was certainly the manifestation of the druid's cryptic experiments that I had been seeking. Also, der tree of life, der Baum des Lebens, der aus der Leiche nach oben gewachsen ist,
als wenn er quasi Elaines Körper so umarmt, ist er sich sicher, dass das das gute Ergebnis eigentlich ist, dieses Experiments, das er gesucht hat. If God is capable of creating beings out of nothingness, then this is indeed is a man-made example of his work, but to my horror, the image of my resurrected wife displayed in a flower petal looked just as she did before, yet it lacked a human soul. Also er hat sie eben auferstehen lassen und sie hatte keine Seele. Also sie sitzt da und sie sieht wirklich so aus wie früher und alles, aber sie hat halt einfach keine Seele. Jetzt muss ich gerade was trinken, weil ich hatte gerade schon so ein bisschen... Ja, dass viele reden, das ja, kommt an. Ja, das ist wirklich. Und dann noch gerade noch das Englisch, ja, genau. Wenn man es versucht gleichzeitig zu übersetzen. Aber okay. Es ist eine verdammt interessante Story. Ja. Indeed, it was a monster. Dear God, is this the punishment you have chosen for me? What have I accomplished by victimizing nearly 200 innocent people? Also, ja, es ist nun mal nicht Elaine. Er sieht es, es ist ein Monster. Ich denke mal, seelenlos, wahrscheinlich wirklich einfach nur töten, töten, töten. Er hinterfragt das Ganze jetzt, ob das eben wirklich vielleicht Gottes Strafe ist für ihn und sagt letztendlich, dass er fast 200 unschuldige Leute dafür umgebracht hat. My only hope in life lay in believing that resurrection was possible and dreaming of a day when my wife Elaine would join me here in life on earth once again. Now I have nothing but a cauldron full of blood and hex spirits and a soulless monster. Er sagt es hier eben auch nochmal, also er hätte alles dafür gegeben, seine ganze Hoffnung lag darauf, wieder mit Elaine zusammen zu sein. Ja, jetzt hat er einen Kessel voller Blut, voller böser Geister und ein seelenloses Monster. Is this the end that has been awaiting me? Dear Lord, have you no mercy? I only have one path left to follow. I have lost too much. I cannot even find words to apologize to Ogden, who has lent me strength along the way. Einerseits fragt er jetzt eben Gott um Vergebung, warum er quasi so hart zu ihm ist. Auf der anderen Seite sagt er aber auch, es gibt für mich nur noch diesen Weg. Ich habe so viel verloren, es gibt kein Zurück mehr, ich mache weiter. Ich gehe vorwärts. Now I only long to sleep in peace with my wife. Er will wirklich nur noch mit seiner Frau da zusammen schlafen. Wir wissen jetzt nicht, ob er quasi sich von ihr töten lassen oder ob er da weiter experimentiert oder... was genau? Doch. Ja? Ja. Und was? Und zwar in der vorigen Seite hat er eben nochmal erwähnt, dass ihm jetzt nur noch ein Weg bleibt. Ja. Na? Er hat im Endeffekt alles verloren. Ja. Er kann nicht einmal die Worte finden, um sich bei Ogden, dem Hausmeister, zu entschuldigen oder sich zu bedanken für die Stärke, die er ihm den ganzen Weg über mitgegeben hat. Ja. Und das Einzige, was ihm jetzt eben noch bleibt, dass er sich bei seiner Frau schlafen legt. Also es ist wirklich wahr, diese gute alte Romeo und Julia Geschichte. Okay, du meinst Selbstmord. Er wird sich selbst, ich denke mal, vergiftet haben. Okay. Und ist halt dann jetzt friedlich eingeschlafen. Okay. Ja. Ich muss sagen, ich hab auch erst gedacht, dass er das damit meint, als ich diese Seite gelesen habe. Hab mir aber gedacht, dass es wahrscheinlich eher nicht macht, eben wegen dieser Gottesfürchtigkeit, dass Selbstmord halt quasi... ja, so diese schlimmste Sünde ist, ich meine, ist ja bei den Katholiken zumindest ja noch schlimmer als Mord. Und das, ich hätte jetzt ehrlich gedacht, dass er da wirklich eher noch versucht, mehr zu machen. Also nachdem er versucht hat, alle Naturgesetze zu... Ja, ich wirklich, also ich hätte es gedacht. Ich was hätte anders gedacht, dass er als die Hölle selbst umbringt. Bleibt ihm ja im Endeffekt nicht mehr. Das ist ja, ich denke mal, das hat er auch eingesehen. Ich bin gespannt, ob es dann wirklich dann so ist, dass wir quasi irgendwo mal seine Leiche dann vielleicht finden oder was auch immer. Und vielleicht hat er ja auch an sich selber noch experimentiert oder so. Ich weiß es nicht. Wie dem auch sei, das war unser Let's Read für heute. In der nächsten Folge werden wir dann natürlich weitermachen, die Geheimnisse des Schlosses zu erkunden. Genau. Und... besonders jetzt erst recht? Jetzt erst recht. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.